Dann rufe ich jetzt auf, wenn sich wieder alle etwas beruhigt haben, den Punkt 3 der Tagesordnung. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der AfD, Einführung eines hessischen Lobbyregistergesetzes, Drucksache 204843. Gesetzentwurf wird eingebracht vom Kollegen Karl Bolldorf von der AfD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, das ist jetzt ein Wortbeitrag, bei dem der Adrenalinspiegel wieder etwas sinken kann. Hier geht es um einen Gesetzentwurf, für den wir eigentlich eine große Notwendigkeit sehen. Die Causa Amthor und die neuesten Erkenntnisse der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals sind zwei aktuelle Beispiele für weitreichende Lobbyismusskandale in unserem Land. Diese zwei Fälle zeigen uns eindrucksvoll, wie wirkmächtig der Einfluss von Lobbyisten auf die Politik und wie groß der Handlungsbedarf hinsichtlich der Lobbykontrolle und der Korruptionsverhinderung mittlerweile ist. So zeigt uns beispielsweise der kürzlich vorgestellte Korruptionsindex der Organisation Transparency International, dass sich die Situation in den westlichen Demokratien insgesamt verschlechtert. Deutschland liegt sogar nur auf Platz 9, zum Beispiel hinter Staaten wie der Schweiz, Dänemark und Neuseeland. Meine Damen und Herren, um es gleich vorweg zu sagen, wir sehen in dem Austausch von Interessenvertretungen in der Politik, der tagtäglich auf allen Ebenen im Bund, im Land Hessen oder in unseren Kommunen stattfindet, kein Teufelswerk. Ganz im Gegenteil, er ist ein wichtiges Element der demokratischen Willensbildung und der Gesetzgebung. Wenn wir jedoch erleben müssen, dass abseits der öffentlichen Wahrnehmung einzelne Lobbyisten in Hinterzimmern maßgeblich Grundzüge von Gesetzen und Förderprogrammen mitentscheiden, dass Konzerne über Jahre hinweg durch Zahlung von hohen Geldsummen und Kontakten in die Politik Regierungshandeln entscheidend beeinflussen können, dann sind wir an einem Punkt angelangt, der inakzeptabel ist und an dem die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie Schaden nimmt. Angesichts dieses Missstandes müssen wir mit großem Bedauern feststellen, dass seit der ersten Debatte im Dezember 2019 keine substanziellen Entscheidungen zur Lobbytransparenz und Kontrolle in Hessen getroffen worden sind. Die Landesregierung war, das muss ich leider sagen, schlichtweg untätig und hat es versäumt, das Problem wirkungsvoll anzugehen. Meine Damen und Herren, mit unserem Gesetzentwurf für ein hessisches Lobbyregistergesetz legen wir als AfD-Fraktion nun ein umfangreiches Regelungswerk vor, mit dem wir die berechtigten Interessenvertretungen von Wirtschaft, NGOs und Verbänden mit der gesetzgeberischen Souveränität des Hessischen Landtages bei den hohen Transparenzerwartungen der Bürgerinnen und Bürger in Einklang bringen. Die AfD will den Lobbyismus in Hessen transparent und demokratiekonform gestalten. Wir wollen ein Register für Lobbyisten, NGOs und Lobbydienstleister einführen. Dieses soll transparent darstellen, welche Träger privatwirtschaftlicher Interessen sowie Nichtregierungsorganisationen auf die Gesetzgebung des Landes Hessen oder andere politische Entscheidungen einwirken. Die Maßnahmen reichen im Einzelnen von der Schaffung einer Registrierungspflicht für jene, die Interessenvertretung gegenüber dem Landtag und der Landesregierung ausüben, bis zu einem Verhaltenskodex für Organisationen, der zentrale Grundsätze und Zuständigkeiten sowie klare Sanktionsmechanismen im Falle eines Verstoßes vorsieht. Ein zentraler Bestandteil ist außerdem die Einführung einer sogenannten legislativen Fußspur, welche transparent jene Lobbyisten und externen Berater benennt, die an der Erarbeitung der Vorlagen beteiligt waren. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig festzustellen,
dass die neuen Transparenzvorschriften nicht nur für den Landtag allein, sondern natürlich auch für die Landesregierung gleichermaßen gelten müssen. Es darf zur Stärkung der öffentlichen Kontrolle nicht dazu kommen, dass sich die Institutionen gegeneinander ausspielen und die Verantwortung von sich wegschieben. Das würde die Glaubwürdigkeit der Politik weiter stark beschädigen. Meine Damen und Herren, nein, das wollen wir mit Sicherheit nicht. Gut, ich würde gern weiterreden, weil sonst komme ich mit meiner Zeit nicht hin. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle außerdem auf zwei Kritikpunkte ganz höflich eingehen, die in der Sitzung des Hauptausschusses am vergangenen Donnerstag geäußert wurden. Die von mir sehr geschätzte Kollegin Löber von der SPD-Fraktion störte sich daran, dass wir in unserem Gesetzentwurf nur von Deutschen, unseren Staatsbürgern, sprechen. Ich verweise hier auf das allgemeine Diskriminierungsverbot aus Artikel 18a EUV. Das ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und die Neufassung beruht auf dem Lissabonner Vertrag. Dieses besagt nichts anderes, dass die Vorschriften im allgemeinen Rechtsverkehr auch für EU-Bürger aus anderen Mitgliedstaaten sowie andere Berechtigte gelten. Entsprechendes haben wir selbstverständlich in unserem Gesetzentwurf beachtet. Unter Berücksichtigung der definierten Ausnahmetatbestände kann somit unter anderem jeder EU-Bürger Einsicht in das Lobbyregister nehmen und ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es auch das EU-Transparenzregister gibt, was wahrscheinlich die wenigsten hier im Raum kennen. Der zweite Kritikpunkt war, dass wir für Führung und Einsichtnahme in das Lobbyregister entsprechende Gebühren zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erheben wollen. Dies hat mich sehr verwundert, da dies bei allen Verwaltungsakten sonstiger Art üblich ist, die einen Erfüllungsaufwand begründen. Bis in jede kleinste Kommune wird dies in der Verwaltungspraxis so gehandhabt. Zutreffend allerdings ist auch, und so ehrlich muss man sein, dass zurzeit noch nicht absehbar ist, welcher konkrete Erfüllungsaufwand der registerführenden Stelle anfällt. Dies hängt unter anderem auch davon ab, wie viele Organisationen sich in das Lobbyregister eintragen. Meine Damen und Herren, Transparenz schafft Sicherheit, Sicherheit schafft Vertrauen und Vertrauen stärkt die Legitimität von politischen Entscheidungen. Stärken wir daher gemeinsam die Transparenz unserer Politik. Stärken wir durch fortschrittliche parlamentarische Standards unsere Demokratie. Stellen wir die Lobbykontrolle in Hessen auf eine solide und rechtssichere Basis. Unser Gesetzentwurf, der im Übrigen von mehreren qualifizierten Juristen überprüft wurde, erfüllt alle diese Voraussetzungen. Und ich würde Sie bitten, diese Zwischenrufe, Herr Frömmrich, sind absolut unangemessen jetzt an dieser Stelle. Ich ermutige Sie hier ausdrücklich und bitte Sie darum, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Woldorf. Nächste Rednerin, Frau Kollegin Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Astrid, bitte. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Lobbyismus ist ein anderer Begriff für Interessensvertretung und das ist mir wichtig, heute hier zu betonen, für legitime Interessensvertretung. Ich glaube, es geht uns allen ähnlich. Der Begriff Lobbyismus ist in der Öffentlichkeit zu Unrecht immer sehr negativ behaftet und dabei wird immer dieser Aspekt der Legitimität leider außer Acht gelassen. Und Interessensvertretung kann sich zudem auch auf Grundrechte berufen und ist ein wichtiger Teil unserer Demokratie. Und das Bundesverfassungsgericht hat 1956 festgestellt, dass Lobbyismus legitimerweise stattfinden kann und dass man sich natürlich auch an Abgeordnete und politische Vertreter wenden kann. Und deswegen ist es auch völlig legitim, dass sich Interessensvertreter, Lobbyisten an Abgeordnete und an Politiker
wenden. Und davon machen wir ja auch Gebrauch, sei es bei Anhörungen, wo wir von Anfang an Interessensvertretungen auch hören wollen, oder auch, wo wir Vereinigungen in das Verfahren mit einbeziehen, beispielsweise die Ingenieurkammer. Die Politik muss am Ende ja auch, wenn sie eine praktikable Umsetzung politischer Vorhaben machen möchte, auch ein Interesse daran haben, im Austausch zu sein. Und wenn man ehrlich ist, auch der Alltag eines Politikers besteht ja am Ende darin, permanent auch mit Forderungen, mit Wünschen konfrontiert zu sein. Und es ist ja gerade nicht so, dass man nur zu Wahlen immer wieder mit solchen Wünschen auch konfrontiert wird. Und das ist auch ratsam, wenn man ein Vorhaben umsetzen möchte, mit den dort besonders betroffenen Gruppen dann eben auch zu sprechen. Und dies alles zu regeln, ist aus unserer Sicht eine sehr berechtigte Forderung. Das ist auch der Grund, warum wir im Koalitionsvertrag von CDU und Bündnis 90 Die Grüne eine entsprechende Regelung aufgenommen haben. Dort heißt es nämlich, ein öffentliches Lobbyregister soll beim Hessischen Landtag eingerichtet werden, in dem alle aktiven Interessensverbände aufgelistet sind. Wir haben bereits erste Schritte unternommen im Ältestenrat. Es liegt ein entsprechender Entwurf vor. Der wurde im November und im Dezember letzten Jahres, ist übrigens auch in den Protokollen des Ältestenrats nachzulesen, schon kurz besprochen worden. Es werden noch weitere Beratungen folgen. Wir als Koalition sehen eine Regelung in der Geschäftsordnung vor und halten das für einen genauso zielführenden Weg wie auch ein Gesetz. Da sind wir auch jetzt gar nicht oder begeben wir uns nicht auf neue Wege. Auch Rheinland-Pfalz oder Brandenburg haben das beispielsweise gemacht. Und wenn man weiß, wer dort die Regierung vertritt, weiß man auch, dass das parteiübergreifend offensichtlich so auch gesehen wird. Und jetzt möchte ich natürlich auch zu dem Gesetzentwurf kommen, den die AfD vorgelegt hat. Und Herr Bolldorf, ich gebe zu, ich war schon bei Ihrem Wortbeitrag im Hauptausschuss etwas verwundert über die sehr lobenden Worte und ehrlich gesagt auch heute, weil ich glaube, Gründlichkeit geht in diesem Fall dann doch vor Schnelligkeit. Und besonders hat mich jetzt verwundert, ich habe es mir auch mal aufgeschrieben, Sie haben eben gesagt, dass Ihr Gesetzentwurf von qualifizierten Juristen noch mal überprüft worden ist. Jetzt weiß ich nicht, wen Sie da befragt haben, aber ich will Ihnen jetzt ein paar Dinge zu diesem Gesetzentwurf sagen. Und dann müssen Sie sich vielleicht noch mal überlegen, wie qualifiziert diese Juristen sind, ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Aber wir müssen jetzt natürlich auch inhaltlich mal anschauen, was Sie dort zu Papier gebracht haben. Also ich habe den Gesetzentwurf extra auch mal mitgebracht. Ich habe ihn selbstverständlich auch gelesen. Und selbst als Nichtjurist und bei der ersten Lektüre fällt einem natürlich schon mal auf, dass da mehrere Unstimmigkeiten und Unklarheiten drin sind. Also zunächst ist es so, was einen verwundert, schon auf der ersten Seite sind Maßnahmen formuliert. Da finden sich Textbausteine, die sind doppelt drin. Dann finden sich oder dann scheint man sich nicht einig zu sein, ob es um eine legislative Fußspur oder um einen legislativen Fußabdruck gehen soll. Es ist auf jeden Fall dem Leser in wortgleichen Textbausteinen zweimal angeboten. Einmal wird er definiert, einmal wird er geregelt. Ich will damit sagen, Ihr Gesetzentwurf ist zunächst mal auch sprachlich, sagen wir mal, nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Außerdem ist ein Gesetzentwurf grundsätzlich dafür da, Klarheit zu schaffen und nicht die Fantasie des Lesers erst noch anregen zu müssen, sich jetzt zu überlegen, wie bestimmte Formulierungen denn zu verstehen sind. Und genau das ist leider bei Ihrem Gesetzentwurf dann auch passiert. Und ich will eins sagen, Ihr Gesetzentwurf, also wenn man jetzt diese Drucksache nimmt, das sind 11 Seiten. Ich würde das vielleicht auch anders beurteilen, wenn das jetzt ein 100-Seiten-Werk ist. Das sind 11 Seiten, da muss man mehr erwarten können. Und dann geht es aber ja auch noch weiter. Und die sprachlichen Aspekte sind dabei übrigens auch nur die Kleinigkeiten, die ich kritisieren will. Es gibt viel gravierende inhaltliche Unstimmigkeiten. Wenn man sich § 1 und § 5 mal anschaut, da geht es um die Frage, wann man sich in das Lobbyregister eintragen muss. Und wenn Sie sich die anschauen, dann ist nach § 1 eine Eintragung in das Lobbyregister bei öffentlichen Anhörungen nicht vorgesehen. Im § 5 ist es vorgesehen. Also deswegen, ich würde Ihre Juristen da noch mal dran setzen. Das wäre sicherlich sinnvoll. Dann, ehrlich gesagt, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Hier auch direkt auf der ersten Seite, ich habe es mir auch mal umkringelt, federführende Stelle ist das Hessische Innenministerium für dieses Lobbyregister. Wenn man dann weiterblättert, direkt auf der nächsten Seite, § 1, da sagen Sie, federführende Stelle ist wiederum der Hessische Landtag. Und bei der Landesregierung ist es die Hessische Staatskanzlei. Ich muss gestehen, das wirft für mich Fragen auf und zeigt eben auch, dass es doch
sehr viele Ungenauigkeiten gibt. Und man fragt sich am Ende, ist das ein Kompromisspapier, weil man sich innerhalb ihrer Lager in der Fraktion nicht einigen konnte, wie es jetzt genau sein sollte. Und das ist mehr so ein Kompromiss für alle, weil man sich, wie gesagt, da nicht einigen konnte. Es ist auf jeden Fall etwas merkwürdig, was Sie dort jetzt vorgelegt haben. Und dann, Sie haben das eben sogar selber noch als positiven Aspekt hervorgehoben. Sie haben recht, wir haben das auch im letzten Hauptausschuss schon diskutiert. Dann die Frage, dass Sie Bürger auch noch zur Kasse bitten wollen, wenn Sie eine Einsichtnahme vornehmen wollen. Ausdrücklich ist in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehen, dass es eine Einnahmequelle für den Landeshaushalt sein soll. Das wird sicherlich den Finanzminister jetzt entzücken, dass das so vorgesehen ist. Aber aus unserer Sicht ist das nicht Sinn und Zweck eines Lobbyregisters, ganz und gar nicht. Da schießen Sie auch über das Ziel völlig hinaus. Und deswegen, Herr Bolldorf, ich will noch einmal daran erinnern, Sie haben eben ausdrücklich gesagt, dass das sich Juristen angeschaut haben. Sie haben den ja auch sehr überschwänglich auch schon im Hauptausschuss gelobt. Dem kann ich mich persönlich, auch die CDU-Fraktion, natürlich nicht anschließen. Wir haben aus unserer Sicht eine praktikable Lösung vorgelegt. Die liegt dem Ältestenrat vor. Da ist es zu gegebener Zeit dann auch zu beraten. Im Übrigen, auch Sie hätten Ihren Gesetzentwurf natürlich auch in dem Zusammenhang mitberaten können. Ich hoffe nicht, dass Sie noch weitere Lesungen für diesen Gesetzentwurf beantragen. Ich glaube auch nicht, dass wir noch einmal dazu reden würden. Zu diesem Gesetzentwurf habe ich für meine Fraktion alles gesagt. Und ich glaube, es ist gut, und das ist für mich auch das Resümee dieses Gesetzentwurfs, es ist gut, dass Sie in diesem Land und darüber hinaus keine Verantwortung tragen, weil man am Ende auch befähigt sein muss, ordentliche Gesetze für ein Land zu machen, um auch den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land auch zu dienen. Und und möge es auch möglichst lange so bleiben, dass Sie keine Verantwortung haben. Diesen Gesetzentwurf hätten Sie eigentlich zurückziehen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Astrid Wallmann. Jetzt kommt der Kollege Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Jürgen, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorweg, ich bin der Kollegin Astrid Wallmann sehr dankbar, dass sie den ersten Punkt ganz am Anfang ihrer Rede schon mal sehr deutlich gemacht hat. Es gibt eben nicht die bösen Lobbyisten und die guten Interessensvertreter. Lobbyisten sind wichtig für unsere Arbeit. Das erleben wir als Abgeordnete jeden Tag und mit Sicherheit auch die Mitglieder der Landesregierung. Meine Damen und Herren, es unterstellt ja ein bisschen den Verdacht, dass es ein Wechselspiel zwischen Politik und organisierten Vertretern gibt, die zulasten des Gemeinwohls hier etwas verabreden. Und das ist ja auch ein Bild, was, glaube ich, gerade die AfD auch gerne pflegt. Meine Damen und Herren, Fakt ist, dass wir als Politik, als Abgeordnete auf die Meinungen, auf die Hinweise, die von Verbänden, die von NGOs kommen, die von Stiftungen, von Gewerkschaften an uns herangetragen werden, dass die sehr wichtig sind für unsere Arbeit, für unsere Willensbildung, ja, zum Teil natürlich auch sehr konkret dann auch in Politik sich dann auch wiederfinden. Wie soll es denn auch anders sein? Wir sind doch schließlich auch deren Volksvertreter. Und natürlich braucht es dazu klare Regeln. Wir haben als Freie Demokraten im Dezember 2019 dazu einen Antrag eingebracht, in dem wir die klaren Regeln auch für uns definiert haben und es auch dargelegt haben, welche Regeln für uns dabei gelten sollen. Zum Beispiel, dass der Zugang von Interessensvertretern an die Abgeordneten nicht eingeschränkt werden darf. Dass zum Beispiel auch die Daten, wer wann mit wem gesprochen hat, dass es nicht so weit gehen darf, dass der Abgeordnete quasi seinen Kalender offenlegen muss, seine Gesprächstermine offenlegen muss. Meine Damen und Herren, es darf nicht zu einer Bürokratie führen, die am Ende es verhindert, dass Menschen, dass Bürgerinnen und Bürger den Zugang zur ersten Staatsgewalt, zum Landtag, es ihnen erschwert wird, und dass unter Umständen manche Stimme nicht mehr gehört wird. Meine Damen und Herren, das darf nicht passieren. Und gerade deshalb, glaube ich auch, sind wir im Ältestenrat gut beraten. Denn bis dato waren, glaube ich,
war der Wunsch nach einem Lobbyregister beim Landtag. Auch ich habe mir, Frau Wallmann, diesen Gesetzentwurf mitgebracht. Ich glaube, Sie haben dazu alles schon gesagt. Ich glaube, das sollten wir dabei auch belassen. Aber die Frage, ob wir das in der Geschäftsordnung regeln oder in einem Gesetz, ich glaube, da sind wir eigentlich fast alle guter Meinung, es wäre richtiger, bei der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags und dass der Hessische Landtag auch dafür der richtige Ansprechpartner ist. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum will die AfD denn das in einem Gesetz regeln? Und da komme ich dann schon auch ein bisschen, da muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen, wie die AfD Politik macht, Herr Lambrou. Und sie spielen natürlich mit diesem Bild der etablierten Altparteien, die da von bösen Lobbyisten unterwandert sind. Herr Lambrou, genau das machen Sie. Und genau deswegen wollen Sie diesen Gesetzentwurf, aus keinem anderen Grund. Sie wollen mit einer Anhörung erreichen, damit die Öffentlichkeit genau dieses Bild von Ihnen, damit das noch untergestrichen wird. Ja, natürlich habe ich ihm zugehört. Und gerade in Ihrem Gesetzentwurf lesen Sie genau diese Unterstellung. Der böse Lobbyist und der gute Interessenvertreter. Sie spielen genau diese Karte aus. Und das wollen Sie mit einer öffentlichen Anhörung hier auch erreichen. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, egal wie es ausgehen wird. Wir werden uns großartig an dieser Debatte über diesen Gesetzentwurf nicht beteiligen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Woldorf hat sich gemeldet zu einer kurzen Intervention. Bitte. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich antworte Herrn Lenders auf seine Eingangsbemerkung zu Frau Wallmann. Da kam ich leider etwas später, aber Sie haben es ja erwähnt und deswegen kann ich Ihnen antworten. Also was Sie hier unterstellen, Herr Lenders, sind Sie mir nicht böse, ist normal nicht meine Wortwahl, das ist völliger Quatsch. Muss ich jetzt wirklich sagen, im Gegenteil, wenn Sie genau zugehört hätten und wissen, was auch im Hauptausschuss besprochen wurde, habe ich ohnehin schon nicht mitgerechnet, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass irgendjemand sonst außer uns diesem Gesetzentwurf zustimmt. Ich bin auch kein Jurist, habe mir wirklich Mühe gemacht und habe dann, weil die Juristen erwähnt wurden, das lässt sich sowas überprüfen, zwei, einen aus Bayern und einen aus Rheinland-Pfalz befragt, die nichts mit der AfD zu tun haben, darf auch die Parteizugehörigkeit sagen, der eine war von der CDU und der andere von der FDP. Also das wollte ich nur mal sagen, wenn die nichts taugen, dann müsst ihr im eigenen, Herr Frömmrich, im eigenen Laden gucken, dass ihr da qualifizierte Leute habt. Und im Hauptausschuss habe ich auch gesagt, und deswegen hatte ich auch begrüßt den Antrag der SPD, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, weil nach unserem Dafürhalten seit 2019 relativ wenig geschehen ist. Und ich habe auch gesagt, es soll ein Anstoß sein und wir erheben überhaupt keinen Anspruch, dass unser Gesetzentwurf beschlossen wird. Den Anspruch erheben wir nicht. Wir möchten aber das Thema anstoßen, weil wir es wichtig halten. Und wir unterscheiden nicht, und wir unterscheiden nicht zwischen bösen Lobbyisten und guten Interessenvertretern. Möglicherweise, ich bin ja kritikfähig, da ein Versäumnis einräumen. Wie gesagt, ich bin kein Jurist und kann das so deutlich nicht sagen. Es war auf jeden Fall so nicht beabsichtigt. Es lag eine absolut positive Meinung unsererseits zugrunde, in der Richtung jetzt endlich tätig zu werden, weil wir es für notwendig erachten. Warum das mit den Kosten bezweifelt wird, das ist überall zulässig, ob Sie einen Führerschein kriegen, ob Sie mal wohin gehen, Auskunft aus dem Melderegister oder sonst was. Überall müssen Sie 3,30 Euro bezahlen und das kann man auch den Interessen oder den Berechtigten oder den Bürgern zumuten, dann für einen Einblick, wenn sie dann irgendwo sich beteiligen wollen und auch Vorteile daraus ziehen, dass sie dann auch den Erfüllungsaufwand mit geringen Gebühren ausgleichen. Und ein letztes von meiner Seite aus, auch in Richtung Herr Lenders, weil Sie die Frau Wallmann erwähnt hatten. Sie hat gesagt, es ist gut, wenn Sie keine Verantwortung in diesem Land tragen. Ich will Ihnen nur eins sagen. Sie, hätte sie sagen müssen, vielleicht die AfD oder Sie oder sonst wer,
Ich habe 20 Jahre war ich Bürgermeister und habe Verantwortung in dem Land getragen. Ich habe mehr Verantwortung getragen, als Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben auf kommunaler Ebene. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bolldorf. Antwortet Jürgen Lenders. Bitte, Jürgen. Wissen Sie, Herr Kollege, Ihnen als Bürgermeister hätte ich eigentlich auch zugetraut, dass Sie gerade größeres Verständnis dafür haben, wenn Sie so einen Gesetzentwurf vorlegen, dass es Menschen gibt, Bürgerinnen und Bürger gibt, die zu Ihnen früher als Bürgermeister gekommen sind und gesagt haben, ich habe da ein Problem. Und genau diesen Gesetzentwurf, der macht es zukünftig Menschen schwierig, zu dieser Kontaktaufnahme. Und ich will Ihnen selber überhaupt nicht unterstellen, dass Sie nicht Verantwortung übernommen haben. Und Sie tragen auch hier als Oppositionspartei, als Oppositionsfraktion, tragen Sie eine Verantwortung. Aber das machen Sie eben nicht. Nein, Sie bedienen das Bild permanent. Das sind die Altparteien, die werden von Lobbyisten gefüttert, die werden von Lobbyisten finanziert, und Sie sind die einzig Guten. Meine Damen und Herren, und den Weg gehen wir nicht mit. Auf diesen Leim gehen wir Ihnen nicht drauf. Vielen Dank, Kollege Lenders. Nächster Redner, der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr dankbar den Kollegen Lenders und auch der Kollegin Wallmann, dass sie das hier einmal eingeordnet hat, weil man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, als sei das irgendwie was Schlimmes und was hier über uns kommt, wenn man sich Expertise, Sachverstand von außen holt. Und nichts anderes ist das, über das wir hier reden. Also die Interessenvertretungen und auch Menschen, die man im weitesten Sinne als Lobbygruppen bezeichnet, sind Menschen, die ihre Interessen gegenüber dem Parlament, gegenüber Abgeordneten, gegenüber der Regierung vertreten. Das ist ein ganz normaler Vorgang, und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen gut beraten sind, uns auf diese Expertise und auf diesen Sachverstand zu stützen und uns beraten zu lassen. Von daher ist das Bild, was hier gemalt versucht wird zu malen, die bösen Lobbyisten, die sozusagen die käuflichen Politiker in die Tasche stecken wollen, ist an den Haaren herbeigezogen und ist so nicht die Realität, die wir hier erleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Realität ist doch eine andere. Die Realität ist die, dass wir sehr froh sind, auch in vielen Ausschussanhörungen oder aber in schriftlichen Stellungnahmen oder aber in Gesprächen, die wir als Abgeordnete entweder hier im Hessischen Landtag oder aber bei uns zu Hause vor Ort führen, dass wir uns ganz intensiv mit den Menschen auseinandersetzen und sie befragen, wie dann das, was wir hier tun, bei ihnen ankommt, wie Gesetze wirken, welche Auswirkungen sie für den Einzelnen haben, welche Auswirkungen sie auch möglicherweise für Unternehmen, Verbände und Vereinigungen hat. Und das ist doch was Gutes. Das ist doch im weitesten Sinne das, was Politik ausmacht, das Ohr am Bürger zu haben, am Unternehmen zu haben und an den Menschen, die im Lande leben, ohne dass das, was man da hört, 100% oder sofort umgesetzt wird in staatliches Handeln. Das ist nämlich der Unterschied. Der Unterschied ist die Möglichkeit, sich auszutauschen, aber dann den Abwägungsprozess vorzunehmen, was ist sozusagen Allgemeininteresse und was ist partielles Interesse von Einzelpersonen und von einzelnen Institutionen. Und das machen wir tagtäglich als Regierung und als auch Fraktionen hier im Hessischen Landtag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und von daher glaube ich, dass der Ansatz richtig ist, die Kollegin Wallmann hat es gesagt, den wir gegangen sind, nämlich zu schauen, dass wir in all dem, was wir hier machen, Regelungen schaffen, das nachvollziehbar ist und das transparent ist, wo und mit wem wir sprechen. Und ich glaube, dass wir als regierungstragende Fraktion da einen ganz guten Vorschlag gemacht haben. Den haben wir im Ältestenrat eingebracht, weil wir gesagt haben, das ist nicht etwas, was Regierung und Opposition im Streit entscheiden sollten, sondern das ist etwas, wo wir gemeinsam hier im Hessischen Landtag eine Regelung finden sollen, die praktikabel ist und die auch dem Sinn von Transparenz und Offenheit nachkommt. Und ich glaube, das war ein richtiger Weg, den wir hier gegangen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was heißt der?
Der Vorschlag heißt, dass wir hier beim Hessischen Landtag über die Geschäftsordnung des Hessischen Landtags Regelungen schaffen, die ein Lobbyregister ermöglichen, eingetragen wird, wer hier Zugang hat, wer hier an Gesprächen teilnimmt und das auch hier geführt wird, öffentlich zugänglich ist, über das Internet abrufbar ist und immer wieder ergänzt wird. Das sind Regelungen, die haben wir nicht erfunden, die sind auch in anderen Ländern üblich, die funktionieren da. Brandenburg hat das eingeführt, ich glaube auch seinerzeit mit Beteiligung der Linken. Wir haben das gleiche Verfahren drüben in Rheinland-Pfalz, da ist es eingeführt worden unter der Regierung der Sozialdemokraten. Also, das ist eine Regelung, die, glaube ich, auf breiten Konsens führt und die vor allen Dingen eins zeigt, dass diese Regelung funktioniert. Und das kann ich von dem Gesetzentwurf, den Sie hier vorgelegt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht sagen. Und eins will ich auch erwähnen, wenn wir über Transparenz und Offenheit reden, muss ich Ihnen gestehen, da habe ich ein Störgefühl, wenn ich hier von der AfD vorgetragen bekomme, Offenheit und Transparenz. Also, ich hätte gerne mal mit Ihnen Offenheit und Transparenz darüber, wer bei Ihnen Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt, wie Sie mit Rechtsextremen, Rechtsradikalen und wie Sie mit Ausländerfeinden zusammenarbeiten. Da hätte ich mal gerne von Ihnen Auskünfte darüber. Wie kommen eigentlich Rechtsextremisten bei Ihnen auf Listen in Kassel, zum Beispiel für das Stadtparlament? Da hätte ich mal gerne Offenheit und Transparenz. Die stellen Sie aber, Kolleginnen und Kollegen von der AfD, nicht da. Offenheit und Transparenz können wir gerne, darüber können wir gerne diskutieren, da sind wir sofort sprachfähig. Ich hätte gerne zum Beispiel Offenheit und Transparenz über das, was Sie in diese geheimen Personalakten reinschreiben, die Sie über Ihre eigenen Abgeordneten anlegen. Da Offenheit und Transparenz zu haben, es würde viele Journalisten hier im Hause interessieren, was Sie so alles aufschreiben über Ihre eigenen Kolleginnen und Kollegen. Offenheit und Transparenz spielt da aber keine Rolle bei Ihnen, liebe Kolleginnen von der AfD. Oder wie Sie zum Beispiel mit Leuten in Ihrer Fraktion umgehen, die sich mit Rechtsextremisten treffen. Dimitri Schulz, Erich Heidkamp, Andreas Lichter, die Jugendorganisation der AfD, der Bundestagsabgeordnete Nolte trifft sich mit Rechtsextremen, mit jemandem, der ein paar Tage später ausländische Mitbürgerinnen, dunkelhäutige Mitbürgerinnen und Mitbürger angeht und sie rassistisch beleidigt. Da hätte ich mal Offenheit und Transparenz von Ihnen. Fehlanzeige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von daher sieht man, dass das, was Sie hier vorlegen, im Grunde genommen wirklich nur das ist, was Frau Kollegin Wallmann schon gesagt hat und der Kollege Lenders. Es geht Ihnen gar nicht um Offenheit und Transparenz, sondern es geht Ihnen um Verächtlichmachung dieses Parlaments und der Repräsentanten unseres Staates, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darum geht es Ihnen im Kern. Und Sie wollen doch in der Tat die Kolleginnen und Kollegen hier als raffgierig darstellen, als beeinflussbar von Unternehmen, die Regierung als diejenigen, die sich mit Lobbyinteressen schmückt und heimlich irgendwelche Dinge zusammenschreibt, die dann im Interesse von irgendwelchen Unternehmen sind. Das ist doch das eigentliche Interesse von Ihnen, nämlich die Integrität dieser Institutionen zu beschädigen. Das ist das eigentliche Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und von mir aus können wir gerne über Offenheit und Transparenz reden. Wir haben das hier schon vielfältig gemacht. Aber ich will mal darauf hinweisen, Kollegin Wallmann hat es auch schon gemacht, Ihr Gesetzentwurf ist in einer Art und Weise schlampig gearbeitet, dass es einem wirklich graust. In § 1 wird auf Absatz 3 verwiesen. Die Eintragungspflicht nach Absatz 2 und 3 unterliegen die Interessenvertretungen nicht. Den Absatz 3 gibt es im § 1 überhaupt nicht. Dann wird auf die falschen Stellen verwiesen. In § 9 Absatz 1 verweisen Sie auf die anzugebenden Daten, die angeblich in § 1 Absatz 2 stehen. Diese Daten stehen da aber gar nicht, sondern in § 2. Welche Daten sollen denn nun wo angegeben werden? Dann steht in § 1 Absatz 2,
dass das Register der Regierung bei der Staatskanzlei geführt wird. Auf der Seite 1 des Gesetzentwurfs wird unter Lösung, unter B, davon gesprochen, dass das Register beim HMDI, also beim hessischen Innenminister, geführt wird. Was denn eigentlich? Können Sie das einmal erklären? Das ist sauber gearbeitet, Herr Kollege Bolldorf. Ich würde sagen, das ist ein peinlicher Versuch, sich dieses Themas zu nähern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Schluss, verehrter Herr Präsident, Sie haben kein Interesse am Thema, schlampig und schlecht kopiert, zeigt nicht das Interesse am Thema, Populismus statt guter parlamentarischer Arbeit. Sie können es einfach nicht, Sie können es einfach nicht. Von daher sollten Sie noch einmal von vorne anfangen. Dieser Gesetzentwurf gehört in den Schredder und nicht in den Ausschuss. Vielen Dank. Kollege Wörmisch, jetzt gibt es eine weitere Kurzintervention. Herr Kollege Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD, bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kollege Frömmrich, ich habe mich ja zu einer Kurzintervention gemeldet, denn Sie haben hier leider zum großen Teil nicht zur Sache gesprochen, zum Gesetzentwurf der AfD zum Lobbyregister, sondern Sie haben die AfD pauschal angegriffen. Und ich kann das hier nicht so stehen lassen. Sie haben zum Beispiel gefragt, warum wir in Nordhessen diesen Menschen in der Partei hatten, der uns unter Vorspiegelung falscher Tatsachen im Aufnahmegespräch durchgerutscht ist. Genau darauf will ich jetzt antworten. Also lassen Sie mich bitte. Ich habe noch 1,5 Minuten. Herr Frömmrich, wenn Sie daran ernsthaft interessiert sind, würden Sie mir jetzt zuhören und nicht irgendwas blättern. Ja, dann könnten Sie vielleicht mich auch mal angucken. Das ist nämlich nicht gefährlich. Respekt, Herr Frömmrich, ist etwas, was Sie nicht in der Lage sind zu leisten. Sie agieren hier wie ein Schulhofrabauke, der einfach Schwächere wegbeißen will. Das wird Ihnen mit der AfD nicht gelingen. Und zu Ihrer Frage. Wir haben Abstand zu rechtsextremen Kreisen. Und deswegen kennen wir uns auch nicht dort aus. Wir waren nicht in der letzten Legislaturperiode im Hessischen Landtag und deswegen auch nicht im NSU-Untersuchungsausschuss. Und deswegen kennen wir hier auch die entsprechenden Namen und Personen nicht. Gerade weil wir hier so reingerasselt sind, können Sie daran erkennen, dass wir Abstand zu solchen Kreisen haben. Und ich möchte zum Schluss noch einmal eines erwähnen. Vielleicht gucken Sie erst einmal in Ihre eigene Partei. Die Grüne Jugend erklärt ihre Solidarität mit der antifaschistischen Infoportal. Das ist ein Portal, wo offen aufgehetzt wird zu Gewalt. Ihre Vorfeldorganisation beim Hambacher Forst ist aktiv gegen Polizisten. Die Grüne Jugend erklärt sich mit linksextremen Organisationen wie Ende Gelände solidarisch, was sie eine Erwähnung im Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin einbringt. Kümmern Sie sich erst einmal um Ihren eigenen Agiostall. Vielen Dank. Kollege Frömmrich, ich bitte bei der Wortwahl jetzt alle ein bisschen friedlich zu sein. Augias Stall und Bauge und von allen Seiten. Ja, du bist immer friedlich, du hast das Wort. Ja, das sehe ich auch so, Herr Kollege. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gehe natürlich gerne darauf ein, weil das ist ja sozusagen auf den Elfmeterpunkt gelegt. Also wenn Sie sich vielleicht die HNA einmal anschauen zu Ihrem Abstand von Neonazis, wollen wir mal darauf eingehen, wenn Sie sich da mal anschauen, da wird überschrieben, Kandidat mit Neonazi-Vergangenheit erhebt schwere Vorwürfe gegen den AfD-Chef. Und da schreibt er dann, doch der Mann aus Helsa, also um den es da geht, der Neonazi, der von sich selbst behauptet, ein ehemaliger Rechtsextremist zu sein, sagte gegenüber der HNA, ich mache nie einen Hehl daraus, wo ich herkomme, man hätte wissen können, dass ich mich in der rechtsextremen Szene bewege. Zitat zu Ende. Mit solchen Leuten arbeiten Sie zusammen. Sie distanzieren sich immer nur, wenn es in der Öffentlichkeit kommt. Immer erst dann distanzieren Sie sich. Von daher haben Sie genau diese Nähe zu Rechtsextremisten, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und die Frage, hier ist das Gruppenbild mit Dame, kann ich Ihnen doch mal zeigen. Das sind hier Ihre Kollegen Abgeordneten, die hier sitzen, die sich gemeinsam treffen mit Rechtsextremisten, die nachher in Darmstadt Menschen rassistisch und körperlich angreifen. Ist das die Distanz, die Sie meinen, die Sie haben zu Rechtsextremisten? Nein, das haben Sie eben nicht, Kollegen von der AfD. Und mit dem Gesetzentwurf
Mit dem Gesetzentwurf habe ich mich sehr wohl beschäftigt. Ich habe Ihnen das ins Stammbuch geschrieben, wie schlampig dieser Gesetzentwurf gearbeitet worden ist. Und wenn Sie sich einmal die Mühe machen, ihn selber zu lesen, dann werden Sie sehen, Verweise stehen nicht, Paragraphen enden im Nirvana irgendwo, aber nicht da, wo sie sollen. Wenn Sie meinen, dass das vernünftige Rechtsetzung ist, die wir hier im Hessischen Landtag machen sollen, kann ich wirklich nur empfehlen, nicht die Überweisung in den zuständigen Ausschuss, sondern die Überweisung an den nächsten Schredder. Das wäre das richtige Verfahren für Ihr Gesetz. Vielen Dank. Nur noch einmal zum Verfahren. Wenn jemand eine Kurzintervention macht, dann gibt es eine Antwort drauf. Dann geht es aber nicht weiter. Wir können ja nicht den ganzen Tag lang als wieder eine Kurzintervention nach der anderen machen. Jetzt ist der nächste Redner ist der Kollege Dr. Wilken, der Fraktion. Es gibt erst wieder Redezeit, wenn ein Redner der Landesregierung gesprochen hat. Dann gibt es danach, ja, ich sage es ja nur, Frau Kollegin, Sie wollen doch nicht den Präsidenten kritisieren. Würde ich bei Ihnen nie erwarten. Gut. Dann der Kollege Dr. Wilken jetzt. Ich gebe euch, Moment mal, ich gebe euch keine nützlichen Hinweise. Es fehlt ab und zu ja bei euch, deshalb sage ich ja. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, ich bin auch dankbar für jeden nützlichen Hinweis, den Sie gegeben haben. Dann muss ich das nämlich nachher nicht machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Vorbemerkung. Ein kurzer Blick in unsere Plenar- und Ausschussprotokolle zeigt ganz deutlich, dass es nicht der AfD bedurft hätte, dass wir uns über Lobbyismus und Lobbyregister hier in diesem Landtag verständigen. Dazu braucht es keiner AfD-Fraktion. Ich nehme die Debatte zum Lobbyregister dennoch zum Anlass, die Position meiner Fraktion, meiner Partei zur Interessensvertretung und Lobbyregister, die wir in enger Nähe mit Transparency International, um den Namen auch mal korrekt hier auszusprechen, entwickelt haben. Und das, Vorrednerinnen haben schon darauf hingewiesen, schließt daran an, dass die Artikulation von Interessen wesentlich für den politischen Prozess sind. Sie sind ein Wesenselement der Demokratie. Und wir müssen trotzdem in der Bürgerinnenschaft alle nachvollziehen können, warum eine politische Entscheidung so und nicht anders ausfällt. Das heißt, wir brauchen Transparenz. Transparenz auf Seiten der Interessenvertreter, die ihre Forderungen an uns, die politischen Entscheider, herantragen, und Transparenz auf Seiten des Gesetzgebers, also uns, beziehungsweise wenn die Gesetzentwürfe aus der Regierung kommen, dort, die darüber entscheiden, welche Interessen berücksichtigt werden und welche nicht. Kern einer jeden Transparenzregelung muss folglich sein, ein verbindliches Register für alle Interessenvertreterinnen und Vertreter zu haben. Und das Register muss dabei für alle Interessenvertretungen ohne Ausnahme gelten. Eine Bemerkung zum Thema Finanzmittel. Dem muss ein Lobbyregister in doppelter Hinsicht begegnen. Erstens müssen wir wissen, wie viel Geld für die Interessenvertretung eingesetzt wird. Und zweitens muss ganz klar offengelegt werden, wer durch entsprechende finanzielle Mittel Einfluss auf die Agenda einer registrierten Interessenvertretung nimmt, also woher das Geld eigentlich wirklich kommt. Das ist dringend notwendig, um, und das sage ich hier auch mal ganz deutlich, Interessenvertretung gegenüber Bestechlichkeit und Vorteilsnahme abzugrenzen. Darüber reden wir nämlich gerade nicht, um das auch mal deutlich zu sagen. Und Transparenz heißt, ein Lobbyregister muss für alle Bürgerinnen und Bürger frei einsehbar sein. Der Zugang zu den Daten muss einfach und unkompliziert sowie gebührenfrei sein. Dazu gehört eben, dass so ein Register öffentlich gut durchsuchbar und maschinenlesbar ist. Das reduziert dann nämlich auch den Verwaltungsaufwand. Noch eine Bemerkung zur Transparenz im Gesetzgebungsverfahren.
Warum das jetzt auf Neudeutsch legislativer Fußabdruck oder so etwas heißen muss, muss mir ja nicht einleuchten. Ich rede über Transparenz im Gesetzgebungsverfahren. Transparenz heißt, dass in der Begründung zu Gesetzentwürfen dokumentiert werden muss, inwiefern Interessenvertreterinnen und Vertreter im Rahmen der Vorbereitung der Gesetzentwürfe wesentlich beteiligt waren. Das ist nötig, um in öffentlichen demokratischen Debatten nachzuvollziehen, welche Argumente für den Gesetzesvorschlag ausschlaggebend waren, welche Berücksichtigung fanden und welche nicht. Wichtig ist hierbei nicht nur die Nennung der Interessenvertreter, sondern die Offenlegung ihrer Beiträge, also der im Rahmen der Gesetzesvorbereitung eingeholten Gutachten, Ergebnisse von Beratungsgremien sowie sonstige Stellungnahmen, die auch ohne Anfrage der Ministerien oder von uns an uns herangetragen werden. Und noch ein Gedanke, wer das alles nachverfolgen soll. Die Regierung hat ja Erfahrung mit dem Einrichten und Bezahlen von Beauftragten. Den brauchen wir auch für dieses Gebiet. Wir brauchen einen Lobbybeauftragten, vergleichbar mit dem Datenschutzbeauftragten. Diese Beauftragte muss in ihrer Amtsausübung unabhängig, neutral, überbeteiligt sowie nur dem Gesetz unterworfen sein. Und diese Lobbybeauftragte sollte auf eigene Initiative hin tätig werden können und eigene Ermittlungskompetenzen erhalten. Meine Damen und Herren, nach dieser Skizze ist hoffentlich allen deutlich geworden, dass unsere inhaltliche Einschätzung in Sachen Lobbyregister nichts mit dem zu tun hat, was jetzt hier gerade als Gesetzentwurf vorgelegt wird. Das genügt diesen Ansprüchen überhaupt nicht. Wir haben auch noch Nachholbedarf. Danke, danke. Wir haben auch noch Nachholbedarf mit dem Eintrag in bzw. mit dem, was wir in der Geschäftsordnung ändern wollen, wofür sich die Regierungsfraktionen ja hier gerade wieder gelobt haben. Auch da ist noch Luft nach oben, wie ich gerade skizziert habe. Ich danke dem PGF der GRÜNEN für die Unterstützung und Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Jetzt spricht die Frau Kollegin Angelika Löwe, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Demokratie lebt vom Austausch unterschiedlicher Meinungen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und Verbände und aller sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen in unserem Land. Der Austausch von Politik und Interessenvertretern ist für eine funktionierende Demokratie ein wichtiger Aspekt. Lobbytätigkeit bringt ohne Zweifel bedeutende Erfahrungen aus der Praxis in den Prozess der politischen Meinungsbildung ein. In den letzten Jahren hat der Einfluss von organisierter Lobbyarbeit auf politische Entscheidungen und Entscheidungsprozesse stark zugenommen. Wir sehen es daher als unerlässlich an, dass Lobbyismus im politischen Bereich für die Öffentlichkeit transparent ist. Ich denke, hierüber haben wir auch noch Einigkeit unter uns demokratischen Parteien. Es muss klar definierte Regeln geben, nach denen Lobbyarbeit erfolgt. Die Einführung eines Lobbyregisters ist hierfür nicht nur von großer Bedeutung, sie ist zwingend erforderlich. Nachdem die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen bereits in der letzten Legislaturperiode angekündigt hatten, dass sie ein Lobbyregister einrichten werden, soll dies nun lediglich mit einer Geschäftsordnung ohne klare Regeln über den nicht öffentlich tagenden Ältestenrat erfolgen. Wir dagegen wollen eine transparente Beratung im Landtag, werter Herr Kollege Lenders. Hier sind wir doch etwas unterschiedlicher Auffassung. Wir wollen analog zu Baden-Württemberg ein Gesetzgebungsverfahren mit entsprechender Beratung im Landtag, analog zu Baden-Württemberg, was unter schwarz-grüner Regierung dies nun umsetzen und auf den Weg bringen möchte.
Wir bedauern sehr, dass Schwarz-Grün nicht unserem Antrag zur Einführung eines Lobbyregisters über ein Gesetzesverfahren im Ausschuss gefolgt ist. Fehlende Transparenz führt zu einem steigenden Misstrauen gegenüber den Institutionen einer funktionierenden Demokratie. Die SPD-Fraktion in Hessen steht für eine vollumfängliche Transparenz von Lobbyismus gegenüber der Öffentlichkeit. Wir wollen das Vertrauen in unsere Demokratie wieder stärken. Hierbei ist von essentieller Bedeutung, dass für Hessen kein wirkungsloses, ledigliches Lobbyregister, Aufführung von Verbänden, Interessenvertretern eingeführt wird, auch wenn dies in anderen Bundesländern so der Fall wäre. Wir fordern einen soliden, in die Tiefe gehenden Gesetzentwurf zur Einführung eines Registers, das den Anforderungen auch gerecht wird. Ein Lobbyregister muss aus unserer Sicht eine Registrierungspflicht beinhalten. Alle Personen und Institutionen, die hauptberuflich der Tätigkeit der Interessenvertretung nachgehen und durch Interaktion mit politischen Institutionen Einfluss auf deren Willensbildungsprozess nehmen, müssen in dem Lobbyregister berücksichtigt werden. Außerdem muss das Register über Tätigkeitsfelder und Interessenbereiche der registrierten Interessengruppen ausführlich informieren. Das auf EU-Ebene bereits seit 2011, also jetzt 10 Jahre, verpflichtende Transparenzregister kann hierfür als positives Beispiel herangenommen werden. Wir fordern aber insbesondere, dass in dem Lobbyregister Daten, da sind wir ähnlich wie Sie, Daten zu den finanziellen Aufwendungen, die in die Interessenvertretung investiert werden, enthalten sind. Denn wie sonst sollte ein Bürger, eine Bürgerin die Tätigkeit der Lobbyisten bewerten können, quantifizieren und einschätzen können? Darüber hinaus muss das Register für jeden Bürger öffentlich zugänglich sein. Es muss als eine öffentliche, nutzerfreundliche und vor allem barrierefreie Online-Datenbank ausgestaltet werden. Nur so werden wir dem Bedarf nach Transparenz vollumfänglich gerecht. Die gesetzlichen Regelungen sind zwingend durch einen verbindlichen Verhaltenskodex für Lobbyistinnen und Lobbyisten zu konkretisieren. Und letzten Endes ist aus unserer Sicht die Einsetzung eines Lobbybeauftragten von großer Bedeutung. Nur mit einem neutralen und überparteilichen Lobbybeauftragten ist die Überwachung und die Umsetzung des Interessenvertretungsgesetzes garantiert. Um die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Handelns von Landtag und Landesregierung zu gewährleisten, ist es längst überfällig, ein Lobbyregister. Ich kann auch gerne warten, bis Sie das so untereinander ausgetauscht haben über den Plenarraum hinweg. Ist es längst überfällig, ein Lobbyregister mit den genannten Anforderungen einzurichten? Hierin liegt auch der deutliche Unterschied in unseren Anforderungen an ein solches Register zu dem, was Schwarz-Grün hier auf den Weg bringen möchte. Durch die Herstellung größtmöglicher Transparenz werden unlautere Einflüsse neutralisiert. Jeglicher böse Schein wird von vornherein vermieden, um gerade Lobbyisten nicht als negativ darstellen zu lassen. Dieses Ziel gilt es zu verfolgen, und wir als SPD-Fraktion werden hierfür weiterhin einstehen. Zum AfD-Gesetzentwurf ist nur zu sagen, wer in dem Zusammenhang eines Lobbyregisters explizit von Rechten der Deutschen und Kosten für die Einsichtnahme in das Register spricht, der geht am Thema völlig vorbei und hat die zwingende Transparenz eines solchen Registers nicht verstanden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Löbe. Das Wort hat der Kollege Rolf Kahnt. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Verfolgt man hier die Debatte, so wird eigentlich eines deutlich. Es ist durchaus ein Konsens vorhanden, dass man sagt, ja, wir sollten eine bestimmte Transparenz schaffen, aber wie die Geschichte laufen soll, darüber herrscht Uneinigkeit. Ich denke, der Gesetzentwurf hat mich auch selbst in wirklich viele Fragen gebracht. Ich habe mich gefragt, wird denn hier automatisch unterstellt, und zwar, dass wir hier alle, ja, jeder von uns sozusagen korrupt ist, bestechlich ist. Also das muss ich sagen, das hat auch an mein eigenes Selbstverständnis als Politiker enorm gerüttelt. Und ich muss sagen, das würde ich mir eigentlich nicht gefallen lassen wollen, dass mir unterstellt wird, ich wäre irgendwie empfänglich oder korrupt. Also wir sind selbstverständlich, und das denke ich, darüber müsste sich die AfD auch im Klaren gewesen sein. Ich denke, es ist bestimmt vielleicht eine gute Absicht gewesen, aber wenn man so sieht, auch hier die Bemerkungen, es ist relativ schlecht gemacht. Aber es ist doch so, wir brauchen, und zwar in einer pluralistischen Gesellschaft, die auch noch dazu demokratisch verfasst ist, da brauchen wir selbstverständlich jede Menge an Expertisen, und gerade jeder Politiker, das wird ja hier an diesem Gesetzentwurf von anderen Fraktionen auch entsprechend deutlich formuliert, die sind gerade angewiesen darauf, auf die Expertise von anderen. Wir sind auf einen gedanklichen Austausch angewiesen, und selbstverständlich trifft es hier für jeden von uns zu. Wie ich den Herrn Bolldorf verstanden habe, meine Redezeit ist ja leider nicht so lange, ich wäre auch ganz gerne bei diesem Gesetzentwurf da mit dabei gewesen, aber das ging ja nicht aus bekannten Gründen, aber ich möchte eigentlich eine kleine Empfehlung geben. Also nach meinem Dafürhalten wäre es ganz gut, Herr Bolldorf hat eigentlich darauf hingewiesen, es war im Grunde genommen ja doch so etwas, naja, es geht doch vielleicht doch nicht und so weiter. Also ich würde die Empfehlung aussprechen, lieber den Gesetzentwurf noch mal zurückziehen. Nehmen Sie sozusagen das Benehmen mit dem Ausschuss, der soll das noch mal behandeln. Und ist ja im Grunde genommen ja auch schon von Frau Kollegin Wallmann gesagt worden, wir können das ja entsprechend behandeln. Wir können dann sagen, okay, wir nehmen das vielleicht in die Geschäftsordnung hinaus oder aber in den Gesetzentwurf. Aber mir persönlich wäre beispielsweise ein Geschäftsordnungsniederschlag eigentlich auch wesentlich günstiger, weil ich denke, so ein Gesetz entsprechend zu fassen, ist immer schwierig, vor allen Dingen auch wieder herauszukommen daraus. Also aus diesem Grunde würde ich sagen, die AfD möge sich das doch noch mal überlegen. Es war vielleicht gut gemeint, aber vielleicht gibt es da auch noch Geklärungs- und Gesprächsbedarf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kahn. Ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung mehr vorliegen. Dann würden wir diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Hauptausschuss überweisen. Gut, so erfolgt.